Moin Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wi-Fi War Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli Wi-Fi Battles, dem Format, wo ihr in den Kommentaren aussuchen dürft, mit welchem Team ich das nächste Mal antrete. Kleine Änderung aber diesmal, heute spiele ich mal einfach mit dem Team, worauf ich Bock habe. Bisschen aus Zeitgründen, weil ich das direkt hintereinander aufnehme und da weiß ich natürlich noch nicht, was ihr in die Kommentare schreiben werdet. Dementsprechend schaut euch auf jeden Fall nach diesem Video das letzte Video an und haut da nochmal den Teamvorschlag fürs nächste Video rein oder liked das entsprechende Kommi einfach nach oben. Also, genug gequatscht, auf geht's in Kampf Nummer 1. So hier, erster Kampf gegen Mammut, Mammoth, ich weiß es nicht, Mammut wäre natürlich cool. Also, auf jeden Fall ein Kampf, der mit Level 100 Pokémon ausgetragen wird, Gott sei Dank. Lil Peep, alles klar. Auf jeden Fall mein Team, Glurak, Turtok, Bisasflor und die drei Legendary Vögelchen hier. Ein Bibor, ach du Scheiße. Ich habe mir natürlich wie immer das Team nicht vorher angeguckt, was er dabei hat. Bibor, kann man auch mal machen, würde ich sagen. Ja, aber dann, der Name, Alter, richtig cool, Excalibur. Also wie Excalibur, aber Excalibur. Das ist schon cool. Finde ich ehrlich gesagt ganz nett. Moment mal, hä, was? Level 35? Hä? Moment mal, das ist ein einziges Pokémon? Hä? Oh ja, wow, das sehe ich nicht. Kampf Nummer 2. So, ab in den zweiten Kampf jetzt mit Brandon. Ich hoffe, der wird ein bisschen länger dauern. Und ich hoffe auch, der hat mehr als ein Pokémon dabei. Aber da gehe ich mal stark von aus. Hier, der gute Brandon mit seinem Pikachu auf der Schulter. Auf geht's. Bin mal gespannt. Drogon? Was mag denn Drogon sein? Ah, hier. Aerodactyl. Okay. Von mir aus. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Aber ich habe keinen Bock, Pokémon zu wechseln hier. Machen wir nicht. Oh, ihr geht instant auch auf die Mega-Entwicklung. Sehr cool. Dann sehen wir jetzt ja mal ein bisschen was, ne? Und ich muss immer wieder sagen, es ist so hässlich. Oh Gott. Also, das müsst ihr mir wirklich mal in die Kommentare hauen. Also jetzt mal Real Talk, ne? Das sieht doch mal so scheiße aus. Also, nee. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie man das irgendwie cool finden könnte. Das sieht halt aus wie, keine Ahnung, als hätte er so einen komischen schwarzen Bart oder so. Ich weiß es nicht. Ganz, 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 ganz merkwürdig. Naja, however, jetzt ist es eh down. Auf geht's. Was hast du noch für mich dabei? Na? Oh, Starmie. Das ist natürlich nicht so gut. Aber wir können eins noch machen. Wir hauen noch einen Donnerschlag raus. Perfekt. Das tut natürlich gut weh. Jetzt werden wir aber keinen Hit mehr aushalten. Siedewasser wird uns komplett killen. Aber. What? 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 Oh. Lull. Was ist denn hier los? Also, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Da sagt er auch, oh shit. Shit. Das nehme ich mal lieber wieder zurück. Ach du Kacke, ja. Gut, ich wollte ja sagen, Donnerschlag bringt jetzt mir hier gar nichts mehr. Aber wir können hier noch einfach einmal Drachenpuls raushauen. Im Endeffekt ist es egal. Zack. Macht nochmal ein bisschen Damage. Gift Heap. Sollte uns jetzt finally mal killen. 2 HP! Alter, Glurak. Das ist ja mal was, aber wir werden jetzt durchs Gift sterben. Aber wäre schon fast cool gewesen, aber mein Glurak, sehr, sehr gut, sehr gut durchgehalten. Da bin ich stolz, hat's gut gemacht. Ich werde mir halt, wie gesagt, jetzt hier auch so ein bisschen die Challenge machen und einfach so die Pokémon auch der Reihenfolge nehmen. Das macht's halt ein bisschen schwieriger. Wir können ja mal hier schön Surfer einsetzen, sieht nämlich mega cool aus. Wir können eventuell auch auf Turtok hier die Mega-Entwicklung ansetzen, hier muss ich gerade mal überlegen. Na, was soll er jetzt raus? Magneton. Ja, okay. Magneton kann es natürlich mit Elektroattacken richtig gut
töten. Es sei denn, wir hauen natürlich ordentlich Damage gegen seinen Magneton raus. Holy crap. Holy crap. Komm nochmal, Eisstrahl, weil es cool ausschaut. Er gibt auf. Ach, come on. Zweiter Sieg. Jetzt schon? Komm, wir gehen sogar diesmal auf Kampf Nummer 3. So, und damit jetzt auch zum dritten und letzten Kampf gegen Cloud. Bin ich mal gespannt. Also, was der so dabei hat. Auch wieder ohne Einschränkung bis Level 100 alles hoch. Wen haben wir hier? Tja! Guter Name auf jeden Fall. Also, mal gucken, was er so hat. Aura Aerodactyl. Auch hier werde ich wieder nicht die Reihenfolge der Pokémon verändern, sondern die so nehmen, wie ich sie habe. Also, ja, nicht groß eine andere Taktik. Wir gehen natürlich dann hier auch einfach auf Drachenpuls. Schauen wir mal, was er so entgegenzusetzen hat. Wenn er jetzt auch direkt eine Mega-Entwicklung macht, dann springe ich im Viereck. Na, überlegt. Er überlegt. Er überlegt ganz schön lange. Das finde ich auch immer ein bisschen ätzend irgendwie. Also da finde ich, sollte man so, keine Ahnung, zum Auswählen der Attacke, meinetwegen 15 Sekunden Zeit. Und dann, als ob er es auch macht. Er geht auch auf die Mega-Entwicklung. Sag mal, ist das der Zwillingsbruder von dem Typen davor oder was? Das gibt's ja gar nicht. However, komm, Drachenpuls. Attacke. Und, oh, Steinhagel würde richtig wehtun. Das tut richtig weh. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, auf jeden Fall, seine Pokémon sind auch richtig gut trainiert. Das ist gut. Vielleicht wird es denn diesmal auch ein bisschen spannender als die letzten beiden Kämpfe. Wäre ja mal was. Also, nochmal Drachenpuls. Vielleicht ein Volltreffer wäre ganz sexy. Nope. Jetzt werden wir auf jeden Fall schon mal mit dem ersten Pokémon draufgehen. Das kann mein Gluak auf jeden Fall nicht mehr tanken. Gut. Siehst du, aber wir haben schon mal gut Damage ausgeteilt. So, Reihenfolge ist vorgegeben. Ich nehme hier natürlich dann einfach Turtok. Damit sollten wir aber auch ohne Probleme Aerodactyl down bekommen. Hier auch schon den Shiny. Auch wenn es mir in Shiny nicht so gut gefällt, habe ich ja auch schon öfters mal gesagt. Dann gibt es dann erstmal ein bisschen den Surfer. Oh ne, ich kann dieses Aerodactyl mir nicht angucken. Es sieht so scheußlich aus. Oh, Mew dabei. Sehr cool. Und auf geht's. Ohne Mist, ne? Ich finde ja die Surfer-Animation so fucking sick. Also, sehr, 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 sehr geil. Machen wir erstmal die Mega-Entwicklung, weil im Endeffekt auf Bisaflor brauche ich die nicht. Ich hätte die eigentlich auch bei Glurak machen können. Aber ist egal jetzt. So, nochmal Surfer. Auf geht's. Ne, macht er nämlich auch genug Damage hier mit einem Volltreffer, um Mew Platz zu machen. Ich glaube, damit hat er selber nicht gerechnet. Mal gucken, was er noch so dabei hat. Solange er jetzt nicht irgendwie mit Pikachu reinkommt, dann sieht das doch erstmal ganz gut für uns aus. Schauen wir mal. Was hast du noch dabei? Also, jetzt wäre alles in Ordnung, bis auf Pikachu mit Britzelturbo oder so. Oh, shit. Ja, oder... Gut, das kommt im Endeffekt fast aufs Gleiche raus. Oh, das wird gleich richtig wehtun. Ja, komm. Wir nutzen das Ganze nochmal, um das Ding hier zu vergiften. Er gibt auch auf! Weh! Das gibt's doch nicht! Why? Ja, meine Lieben, ich würde sagen, eine sehr durchwachsene Folge. Also, da bin ich auf jeden Fall mal auf eure Kommentare dazu gespannt. Das war ja mal wirklich sehr, sehr kurios, die Folge. Aber vergesst auf jeden Fall nicht, ins letzte Video nochmal eure Kommentare zu überprüfen, dass ihr da nochmal die Kommentare hochliked, was ihr für ein Team in der nächsten Folge sehen wollt, wie gesagt. Weil ich nehme jetzt das Video nach dem Video, was ihr das letzte Mal gesehen habt, auf. Deswegen konnte ich natürlich noch nicht das auswählen, was ihr haben wolltet. Also checkt da auf jeden Fall das letzte Video aus. Haut da nochmal euer Kommentar rein. Und checkt auch noch, ganz wichtig, die Videobeschreibung aus. Pokéball Plus Giveaway könnt ihr dann auch finden. Den Community Discord mit der Pokémon-Tauschbörse und selbstverständlich
Twitch-Links, Instagram-Links, Twitter-Links. Folgt auf jeden Fall auf Twitch auf jeden Fall rein. Das ist da am wichtigsten. Da gibt es nämlich fast täglich Livestreams. Ansonsten soll es das auf jeden Fall gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Resttag. Bis dahin, ab dafür, Freunde, und ciao!